Herzlich willkommen zu einem neuen Projekt No Man's Sky. Ja, ich sitze aber nicht hier alleine im TS, sondern wir spielen hier mit Lukas, Spawny und Jan ist im TS. Guten Tag. Ja, wir daddeln alle ein bisschen No Man's Sky. Vielleicht finden wir uns, vielleicht sitzen wir auch alle nebeneinander und paaren uns dann gegenseitig. Ich hoffe nicht. So kann man es auch nennen. Ja, ich fange erstmal an und löse hier meinen Bonus erstmal ein. Habt ihr das jetzt gemacht oder habt ihr das jetzt nicht gemacht? Hab ich gemacht, ja. Bonus ich hab mein neues Raumschiff schon. Ein Löwe von Hohenzollern! Megaschiff! Ja. Oh. Das ist so wie Lukas sein Penis. Mega klein! Psst! Was? wie kann ich denn jetzt. Achso, da unten vergleichen. Denke ich mal, ne? Ja. Also 15 und 16 Platz. Das Neue hat einen Platz mehr. Ja, von diesem Sinne ja nicht. Ja doch. Nein, weil du hast ja mehr Sachen bei dem neuen Schiff. Und dadurch hast du wieder einen Platz weniger. Also freie Plätze hast du in dem Sinne 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 bei dem neuen Schiff. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 hast du bei dem kleinen. Weil du hast ja den Phasenstrahler, hast du ja schon. Und den Hyperantrieb. Hyper. Oh. So, die Charaktere. Wie kann ich denn Sachen rüberschieben? X. Ach, da unten steht sie auch für blöde, ne? Mhm. Ich bin blöd. Wir lesen konnten das Langwort an. Ja, ne? So, dann wollen wir mal annehmen, weil den Rest brauche ich ja nicht mitnehmen, ne? Oh, Heridium. Ihr habt auch nur die Platten mitgenommen, ne? Die Karitplatte. Die habe ich im Raumschiff gelassen, weil du die ja da brauchst. Ich habe alles rübergenommen. Wärmeschutz stabilisiert sich. Wie soll das denn gehen, wenn ich hier... Oh ja, ich stelle mich ans Triebwerk, dann wird mir warm. Oh ja. Ja, ich bin auf einem Planeten, wo wir minus 44 Grad haben. Atlas Pass V1 erforderlich. Wie krieg ich denn den Scheiß? Peter. Ist kalt. Oh, die ist kalt? Ja. Oh, ich habe eine Schildplatte gekriegt. Geschickte Maschine. Neue Technologie entdeckt. Drücke Tab, um das Inventar zu öffnen. Nee. Abklingzeit von Phasenstrahler und Laser werden erheblich reduziert. Eine geile Sache, Danny. Aber wo habe ich denn jetzt die Rezepte, Andi? Von? Zum Beispiel, was ich finde. Von einem Multiwerkzeug zum Beispiel? Ich habe ja gerade hier so einen Phasenstrahler gefunden. Mit einem Multiwerkzeug. Hat was verbessert. Da habe ich jetzt nicht so drauf geachtet. Na, darum musst du gucken. Wenn es so dein Multiwerkzeug ist, dann kannst du einfach mal auf Tab drücken. Ja. Und dann gehst du nach rechts auf dein Multiwerkzeug. Oben hast du Exoanzug, Raumschiff und Multiwerkzeug. Ach da, Multiwerkzeug. Ja. Genau, und dann hast du da dieses... Ja, da habe ich jetzt zum Beispiel diesen Scanner und dieses... Scanner, Analysevisier und Bergmaustrahl. Genau. Du kannst unten draufklicken mit linke Maustaste und dann kannst du unten auswählen oder gucken, was du brauchst, um es herzustellen. Was habe ich denn hier gerade für ein Update gekriegt? Ich habe doch gerade hier... Scheiße. Naja, werde ich wohl noch herausfinden. Ja, ich würde mit Mausrad kann man nicht die Waffe auswählen, so auch nicht. Keine Technologie im Multiwerkzeug, okay? Mittlere Maustaste kannst du Technologie im Multiwerkzeug auswählen. Eisen und kleine Felsen sammeln. Na, sag nicht sowas. Das Auge hat mich gerade geheilt. Hä? Ist dann über mir geflogen und hat meine Temperaturschutzschild wieder aktiviert. Okay. Weil es so kalt war. Ich war um 50%, also die über mir gestellt und so einen Strahl auf mich drauf gemacht und dann bin ich wieder voll. Ja, Polizei, Freunde und Helfer, ne? Hm. Wie kann ich denn mein Multiwerk... Ach, einfach linke Maustaste. Ah, ja. Ah. Alles beschriftet. Okay, wir müssen aber erstmal ins Raumschiff, Leute. Wir müssen uns aufwärmen. Oh, ja. Kalt. Ah, Strahlungsdüsen kritische beschädigt. Tab drücken, um das Inventar zu öffnen. Nein! Karitplatten brauche ich. 1 von 4. Okay. Wie weit seid ihr schon? Erzählt mal ein bisschen was. Ich habe das Raumschiff soweit fertig. Was? Ich habe noch ein bisschen Heridium, um meinen Impulsantrieb fertigzustellen. Du willst mich gerade verarschen, oder? Nein. Okay. Ich dachte, er ist ein bisschen durch die Gegend hier. Ja, ich mach das gleich mit dem Flugzeug. So, hier sieht jemand, wie. Oder unten ist ein.
Da unten ist so ein Onkel Doktor und ich baue gerade. Ich muss mich verpissen. Jetzt muss ich Tamium 9 sammeln, damit ich meinen Impuls ertrinke. Oh, ich hab Vögel. Hier sind Vögel. Vogel. Vogel. Ich hab ehrlich gesagt noch kein Tier gesehen. Echt nicht? Nee. Ich glaub, die haben Angst vor mir. Na, vor dir hätte ich auch Angst. Ja, hoffe ich. Meilenstein erreicht. Kohlenstoff, Eisen. Okay, Eisen habe ich, Analysegerät kann ich jetzt erforschen. Wie geht das? Zum Bedienen F drücken und halten. Achso, reparieren. Okay, F drücken. Wow. Okay. Okay, Leute, gehen wir mal weiter. Minus 44,1, Alter, leck mich am Arsch. Das sein. Da hinten habe ich ein Fragezeichen, Leute. Oh. Es sind 1 Minute 29. Das ist eigentlich nicht so weit. Könntest du auch sprinten? Habe ich Angst vor, lass ich lieber. Oh, ich habe einen Vogel gefunden oder so. Ein Vogel? Guck mal bei dir in den Kopf. Wie gesagt, immer schön alles, was ihr seht, immer schön F drücken, gedrückt halten. Um es zu scannen. Überhitzung. Vögel kann ich nicht scannen. Ja, dann F drücken und draufzählen. Ja, ranzoomen mit rechte Maustaste, ja. Genau. Ja, aber da passiert nichts. Da kommt dann einfach nur rote Punkte. Du hast ja so einen schwarzen Punkt in der Mitte. Und der muss, damit musst du genau zielen. Dann. Passiert nichts. Die fliegen aber auch so scheiße! Kann ich nicht. Ja, die sind sehr. Ich hab fliegende Schildkröten. Fliegende Schildkröten. Fliegende Schildkröten. Mhm. Meine Mutter auch. Kohlenstoff. Ich muss doch Kohlenstoffe sind Bäume und Pflanzen und so. Genau. Ich muss aber mal gerade gucken, wie kann ich denn den Scanner reparieren? Dafür brauche ich Kohlenstoff. Okay. Weil erstmal ist es ja wichtig, sein Grundwerkzeug in meinen Augen wieder. Genau. Kohlenstoff. Ich habe Angst vor diesem Auge. Ja, also mir hat er dann geholfen. Hat mich geheilt. Hat schon gesehen, dass das so kalt war. Der Knuffi. Das ist Knuffi. So, mein Scanner habe ich auch fertig. C, scannen, aktivieren. Okay, C. Wo, Alter? Ich hab wohl gescannt. Ich hab dich gescannt. Oder was sagst du? Ja, läuft doch, ne? Ja, läuft doch. Das ist keine gute Aussage. Aber es ist aber ein Grafikunterschied, ne? Auf jeden Fall. Oder findet ihr nicht gegenüber von der PlayStation? Ich weiß ja nicht, wie weit ihr euch informiert hattet vorher. Ich habe nicht viel geguckt. Also, Detail, wenn du stehen bleibst und auf was guckst, ist auf jeden Fall höher, aber so groß. Also, wie gesagt, was bei mir auffällt, ist die Reichweite. Ich habe die Sichtfeld auf 100% gestellt. Ja. Und ich kann wirklich bis zum Horizont gucken und sehe dann da auch noch was. Ja, das habe ich jetzt zum Beispiel auch. Ich sehe die Bäume, die hinten auf dem Berg stehen. Genau. Also das ist, aber ich habe nur Sichtfeld Standard gelassen, so wie es sich gehört. Ich habe minus 81 Grad. Und steigt. Kommt kalt. Muss ich jetzt erstmal herausfinden, wie ich den Laser, dieses Baugerät wieder auffüllen kann. Mit Titanium oder Kohlenstoff? Was nimmt man denn am besten? Kohlenstoff, das sind einfach Pflanzen, die du ab Bergbauen musst. Also ist Titanium 9 seltener? Selten, ja. Gewöhnlich, steht hier ja auch. Kohlenstoff ist gewöhnlich und Titanium ist ungewöhnlich in dem Sinne. Genau. So, Leute, haben wir da nämlich mal ein bisschen was drin. Ja, ich will dir das auch mal ganz kurz hier sagen. Es wird immer, alle 20 Minuten mache ich einen Cut und spiele dann einfach weiter. Wir werden auch weiterhin hier so zusammenspielen. Und wenn das jemandem nicht passt, dass ich stundenlang auf einem Planeten rumlaufe, dann muss ich ganz ehrlich sagen, seid da falsch in diesem Spiel.
Weil ich werde jetzt nicht unbedingt ins Weltall, weil ich da jetzt Bock drauf habe. Nein. Ich brauche Sprachen. Ja, ich muss lernen. Ich kann schon zwei Wörter. Du musst lernen zu sprechen. Ah, Warnung und Polizei. Lauf. Ich erfriere. Ich muss in ich habe minus 85,8 Grad. Ich muss schnell in mein Bett. Wird gesucht. Ich bin schwer kriminell. Was ich euch schon mal empfehlen kann, ist... Wie hast du vorhin gesagt... Oh, Entschuldigung, Andi. Wie hast du vorhin gesagt, dass ich mich schneller bewegen kann? Einmal Q. Ja? Drücken und dann... Also Q und dann ganz schnell Leertaste. Weil Q ist Nahkampfattacke. Ja. Und wenn du dann nach vorne springst gleichzeitig, dann machst du einen Schub nach vorne. Also ich muss... Oh, bei mir bildet sich schon Eis vorne drauf. Ich muss in mein Raumschiff. Eis, Baby. Kannst auch, wenn du Glück hast, eine Höhle finden und kannst dich auch wieder aufwärmen. Ich war ja noch in der Nähe vom Raumschiff. Ja, oder du bist noch in der Nähe vom Raumschiff, das ist dann auch gut. Ja, ich habe Kupfer gefunden. Wie kann ich denn eine Karitplatte herstellen? Das funktioniert ganz einfach, du drückst Tab. Ja. Gehst auf deinen Exo-Anzug oder auf dein Raumschiff, wo du gerade Platz hast, klickst du einfach auf E, wenn du über so ein Dings hältst. Und dann steht da Karitplatte herstellen, dichtes Gewebe, Überbrückung, Warpzelle. Und da siehst du dann auch, was für Einheiten du brauchst, um das herstellen zu können. Also ich gehe auf meinen Exo-Anzug. Genau, Tab drücken und dann Exo-Anzug, da hast du ja dieses Rädchen. Objekt herstellen, E drücken, ach so, E drücken und dann Karitplatte. Jawohl. Karitplatte hergestellt. Oh, wunderbar. Oh, das war falsch. Wie kann ich denn das jetzt nochmal verschieben? Das ging da auch. Objekt stapeln, Objekt übertragen. Objekt übertragen, X. Das ist zum Glück nicht nötig. Hero. Okay. Hero. Okay, ich. Wer ist denn jetzt Leggy? Ich oder das TS? Ich höre dich nochmal. Ich höre dich auch nochmal. Und ihr beide wart gerade Leggy bei mir. Alles klar, dann passt es wieder. Gut. Die Technologie ist kritisch beschädigt. Also, ich brauche noch das. Dann haben wir das fertig und ich brauche insgesamt in dem Sinne 6. Gerätplatten. Ja. Genau, 6x50 Eisen. Ja, genau. Was zum Fick ist das für ein Ding? Mich wundert ist, dass die Anzeige... Die Führung des Atlas annehmen oder die Führung ablehnen und frei erkunden? Was macht ihr? Ich hab's angenommen. Ich auch. Weil dadurch kriegst du unter anderem auch den Atlas-Pass, womit du dann bessere Vorteile hast. Also ist es besser anzunehmen. Okay, alles klar. Für den Anfang auf jeden Fall, ja. Okay. Okay, haben wir dann auch. Aber den Atlas-Pass kriege ich erst später. Ja. Und dann muss ich in dem Sinne wieder zurück zu dem Planeten... Um die letzten Sachen in dem Sinne aufzudecken, oder? Wenn du das möchtest, ja. Muss dich. Aber du kannst wieder zurück auf den Planeten. In diesen Teilen, kleinen Kisten, da sind halt seltenere Werkstoffe drin. Die du aber auf allen Planeten finden kannst. Ja. Abanzeigen ist. Ah. Wollen wir mal weitergehen, Leute? Yo, what the fuck? Was geht denn bei dir ab, Alter? Ja, Ultra hat auf seinem Planeten Hunde. Hab ich mitgenommen. Hab ich mitgenommen. Alter. Das hört sich aber jetzt gerade nicht gesund an, als wenn sie sich prügeln würden. Oh, egal. Na, egal, weißt du. Oh, ich hab hier gerade ein recht
normalwertigen Stoff gefunden, aber ungewöhnlichen Wertstoff. Kupfer. Kupfer? Kupfer. Ja, Kupfer erkennst du daran, das sind fliegende Kartoffeln, die in der Luft schweben. Scheiße, wie war denn Scannen jetzt nochmal? C. C. Alter, vergiss C, wie Scannen, das kann man sich doch ganz leicht merken. Nee. Gar C, nicht. C, wie Scannen. C, wie Scannen. Ich sammle erstmal alles ein, was ich so kann. Und nicht vergessen, immer schön F drücken. F? Warum F? F, ja, um alles zu erforschen. Jeden, auch die Pflanzen? Jede Pflanze, jeden Stein, alles, was du abbauen kannst. Alles. Stimmt! Nur entdeckt, Mama! Ja, Lukas, du bist schuld. Nein, ich bin nicht schuld. Analyse läuft. Und dann kannst du auf Escape drücken. Ja. Und da hast du dann direkt die Tiere und die Planeten und die Systeme, die du erforschen kannst. Da kannst du dann X gedrückt halten, hochladen und umbenennen oder eher einfach hochladen. Was bedeutet? Tiere, ach, das Hochladen kriege ich 500 Unit. Genau. Also immer hochladen oder was? Immer schön hochladen, ja. Und ich kann nur sagen, also bei den Planeten benenne ich die auf jeden Fall um. Das macht mir auch Spaß, aber die Tiere, das scheiße ich natürlich auch, ja. Ich habe jetzt 10, 15, 25 Gegenstände schon gefunden. Und die alle umzubenennen, so einen großen Wortschatz habe ich leider nicht. Ich auch nicht. Auf 100 ja. Komme ich vielleicht, aber dann war's. Ich mache ja nicht gerne Werbung für andere, aber derjenige, der seinen Planet SM genannt hatte, das war schon cool. Gleichwerbung. Gleichwerbung. Bin irgendwie ein bisschen fasziniert gerade. Also ich stehe hier auch wirklich manchmal nur blöd rum und gucke. Es sieht auch immer geil aus überall. Verschwindet bei euch auch unten links immer die Anzeige und oben links und oben rechts und einmal H drücken. Dann taucht sie wieder auf. Welche Anzeige? Das hat. Das hat 8% Bergbaustahl. So. Ja, aber das finde ich gar nicht schlecht, wenn das verschwindet. Ja, das finde ich auch super. Nur falls du denkst, so, gut. Ja, genau. Ja. F. Warum scannt er denn manchmal nicht? Na, jetzt. Braucht ein bisschen. Ja. Ja. Mehr Zink. Zink ist übrigens auch was, was ihr auf jeden Fall immer mitnehmen solltet. Okay, Kevin, jetzt musst du dich aber mal so langsam bewegen. Weil es wird schon wieder arschkalt, Alter. Minus 44 Grad. Ich hab nichts gemacht. Hallo. Hallo, Auge. Pau, pau. Pau. Alter, es ist schon mega geil, also... Puh. Ja. Also in 4K sieht das wirklich schon... Ja. Oh, noch eine Pflanze, die kennt er gut an. Kriege ich gerade so einen kleinen Abgang schon bei. Schon geil, ne? Ja. Ach, manchmal schiebt man einfach zu dicht dran. Ja. Okay, dann kannst du auch nicht scannen. Aber wir sind schon ziemlich immer das Gleiche an Pflanzen, also... Aber meiner sieht eher schon... Planet, ja. Meiner sieht schon ziemlich... erdisch aus, nur dass es kalt ist. Ich habe Bäume, richtig Bäume. Also sehen auch aus wie Laubbäume oder Tannenbäume, eher gesagt. Ja gut, die Pflanzen, naja, da müssen wir uns nicht zu unterhalten. Die sehen halt ein bisschen komisch aus, aber passen nicht zum Erdplaneten. Aber wenn du jetzt von den Bäumen ausgehst, also ich laufe jetzt durch den Wald. Und die sehen aus wie Tanne, der Baum. Oh, Tannenbaum, oh, Tannenbaum, wie grün ist der? Sieht das eher so aus wie, Wüste. Ich habe hier runde Pilze, sag ich schon, Kakteen, dann hochstehende Kakteen, okay. Halt diese typischen Wüstenpflanzen, die auf dem Boden sind, ne? Was mich ja interessiert, wie wir gestern gesagt haben, wegen Nordpol und bla bla bla, ne? Wenn ich zum anderen Punkt des Planeten fliege, ob es da auch wärmer sein kann. Kann, ja. Also ich, ja, bestimmt.
Weißt du nicht, dass es einfach nur ein Planet ist, der einfach, ja, der ist jetzt kalt. Verstehst du? Und mehr nicht. Ja. Oder der ist verseucht. Ja, das ist natürlich, hat ja auch natürlich auch eine Sache mit der Entfernung zur Sonne was zu tun, ne? Kalte Planeten, jetzt so wie deiner zum Beispiel, der ist natürlich weiter entfernt von der Sonne wie meiner. Meiner ist bei minus 9,4 Grad. Ich brauche kein Schutzschild. Ich muss das nie aufladen. Ja, das ist ja, das ist alles okay, Andi. Aber ich meine, wenn das mal vorkommt, ist das ja okay. Aber ich würde das schon ziemlich feiern, wenn du einfach auch mal verschiedene Planeten, also verschiedene Klimazonen auf einem Planeten hast. Temperatur verändert sich schon hin und wieder auf den Planeten, du. Alter, wie soll ich denn hier runterkommen? Okay, im letzten Augenblick Jetpack benutzen, würde ich mal sagen. Ihr könnt schon mal, die Tastatur umbelegen. Für das Flugzeug. Weil? Und zwar könnt ihr in den Einstellungen unter Optionen Flugsteuerung auf umgekehrt stellen. Weil sonst rastet ihr vollkommen aus. Wieso, wenn ich S drücke, geht's hoch oder geht's runter? Standard. Wenn du W drückst, fliegst du voraus. Wenn du S drückst, hältst du an. Mit der Maus lenkst du nach links und rechts. Und A machst du eine Rolle nach links. A und D machst du eine Rolle nach rechts. So, okay. Neue Technologie entdeckt. Alpen. Mhm. Schon wieder 6 Karibplatten. Das ist zum Beispiel, was ich jetzt meine. Ablenkung, Steigerung, Segment. Wie kann ich... Wo finde ich das, dass ich das herstellen kann? Das was? Ich habe jetzt hier so einen Ablenkungskack da entdeckt. Mhm. So. Mich wird... es wird warm. Jetzt würde mich gerne interessieren, wo ich das sehen kann. Das lernen kann. Also du hast für dein Raumschiff was entdeckt? Ich glaube für meinen Exo-Anzug war das. Wenn es für deinen Exo-Anzug war, dann musst du einfach auf deinen Exo-Anzug gehen. Und dann auf das Rädchen halt E drücken. Hm. Ach so, da werden diese Objekte herstellen und Objekte übertragen. Ach so. Das ist immer dasselbe Prinzip. Ob es ein Raumschiff ist, alles E klar. drücken.